Hallo liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße und segne euch alle im Namen des Herrn, der Name, der über alle anderen Namen ist, derjenige, der uns alle rettet, wenn wir an ihn glauben und an das fertige Werk glauben, was er am Kreuz gebracht hat. Denn er ist für unsere Sünden gestorben und für unsere Gerechtfertigung vor Gott wieder auferstanden. Amen und Halleluja. Ich komme heute nochmal online, weil ich etwas Wichtiges und Dringendes mitzuteilen habe. Der hat sich mir mitgeteilt wieder in einem Traum und ich werde das jetzt mit euch teilen, weil es sehr, sehr dringend ist und auch sehr wichtig. Also folgendes. Das ist ein Traum von 5. Juni 2018 und das ist, was der Herr gezeigt hat. Es war ein sehr schneller Traum und im Traum war ich in einem Amphitheater. Ein Amphitheater, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Theater ohne Dach. Also so praktisch die Theater, die früher die alten Griechen benutzt haben oder die alten Roma benutzt haben, das sind Amphitheater. Zum Beispiel das Kolosseum in Rom konnte man auch als Amphitheater bezeichnen. Und auf jeden Fall in diesem Traum, ich war in einem Amphitheater. Und alles, was ich sehen konnte, war, dass auf die Treppen von diesem Amphitheater, normalerweise, wo das Publikum sich hinsetzen kann, da standen Marines. Okay, also Marines sind ja amerikanische Soldaten, die sind von der Seeabteilung. Das sind Marines. Und diese Marines, also ich habe sie erkannt, weil sie alle ihre Uniformen anhatten. Und deswegen wusste ich, das sind Marines, die tragen eine weiß-schwarze Uniform. Also sehr bekannt, die erkennt man sofort. Und auf jeden Fall war ich, also wie gesagt, ich war in diesem Amphitheater und sah, dass auf die Treppe, wo die Zuschauer normalerweise sitzen, Marines standen. Und diese Marines, die standen nicht einfach so da, sondern jeder von ihnen hatte vor sich ein Pult aus Stein. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, also in deinem Pult geht man normalerweise, wenn man eine wichtige Rede hält oder wenn man was Wichtiges zu sagen hat. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, warum diese Marines hinter Steinpulte waren, aber das waren sie. Und alles, was ich wahrnehmen konnte in diesem Traum, war, dass in der Mitte von diesem Amphitheater irgendwas passiert ist. Da waren auch, glaube ich, Menschen und sie haben irgendwas gemacht. Und die Marines, die auf die Zuschauerbühne waren, sozusagen, auf die Treppen, sie haben ja zugeschaut. Und ich, im Traum wusste ich, das ist eine Beerdigung. Ich sehe gerade eine Beerdigung zu. Aber das war nicht die Beerdigung von einem Mensch, das war die Beerdigung von einem Land. Das habe ich sofort gewusst, als ich aufgewacht bin von diesem Traum. Die Marines haben da gerade ein Land zu Grabe getragen. Und dadurch, dass die Marines halt ein Teil der US-Armee sind, sie haben praktisch ihr eigenes Land zu Grabe getragen in diesem Traum. Okay? Die Marines waren gerade dabei auf die Beerdigung von Amerika. Sie waren auf die Beerdigung von Amerika und haben zugesehen, wie sie begraben wird. Und ich meine, an diesem Traum gibt es auch nicht viel zu interpretieren. Der hat mir auch eine Bibelstelle zukommen lassen, was diesen Traum erklärt und zeigt auch, warum ich die Beerdigung von Amerika gesehen habe. Also Amerika in der Bibel wird auch Babylon genannt. Das ist Babylon, die an viele Gewässer sitzt. Und das ist Amerika. Amerika ist umgeben vom Wasser. Okay? Und das ist Amerika, auf jeden Fall Babylon. Und ich habe folgenden Bibelvers oder Bibelstelle vom Herrn bekommen, was zusammen mit diesem Traum geht. Und ich lese es euch jetzt vor. Also, ich bin hier in Jeremia, Kapitel 51, ab Vers 11 bis Vers 14. Hier steht geschrieben, schärft die Pfeile, fasst die Schilder. Der Herr hat den Geist der Könige von Medien erweckt. Denn sein Trachten ist gegen Babel gerichtet, um es zu verderben. Denn das ist die Rache des Herrn, die Rache für seinen Tempel. Richtet das Kriegsbanner gegen die Mauer Babels auf. Verstärkt die Bewachung, stellt Wächter auf, legt die Hinterhalte. Denn was der Herr sich vorgenommen hat, was er gegen die Bewohner von Babel geredet hat, das wird er auch tun. Die du an vielen Wässern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen. Das Maß deines Raubes ist voll. Der Herr der Heerscharen hat bei sich selbst geschworen, ich will dich mit Menschen füllen wie mit Heuschrecken. Die sollen ein Triumphgeschrei über dich anstimmen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese.
Und das ist eben das, was ich gesehen habe im Traum. Also der Herr wird Amerika richten, weil Amerika, wir wissen doch alle, was mit Amerika los ist. Es gibt sehr viele Kriege zurzeit. Viele sind von den Amerikanern angezettelt, mit Hilfe von ihren Verbündeten. Amerika macht das auch nicht, um irgendwelche Länder von Diktatoren zu befreien. Das Einzige, was sie befreien wollen, sind vielleicht irgendwelche Erdölquellen. Und halt all das, was diese Länder zu bieten haben, die sie, wo sie Krieg führen. Amerika ist nicht da, um den Menschen zu helfen. Amerika ist da, um sich selber zu helfen, um zu holen, was sie holen können. Die Menschen sind ihnen egal. Und das ist eben das auch, was diese Bibelpassage hier sagt. Okay? Und hier steht es ganz genau geschrieben. Also guck doch mal, hier steht, im Vers 11 steht, schärft die Pfeile, fasst die Schilder, der Herr hat den Geist der Könige von Medien erweckt. Medien, wenn man im Internet ein bisschen recherchieren geht, das ist das heutige Iran. Okay? Wer sind die Könige der Medien heutzutage? Das sind die ganzen Ayatollahs, die in Iran das Sagen haben. Die Leute, die auf der Straße irgendwelche Paraden veranstalten und Tod zu Amerika und Tod zu Israel schreien auf Farsi. Deswegen, das, was ich gezeigt bekommen habe, macht alles Sinn. Zurzeit hat Amerika auch sehr große Schwierigkeiten mit dem Iran, weil Barack Obama, als er Präsident war, ein Atomabkommen mit dem Iran abgeschlossen hat und jetzt halt ein neuer Präsident da ist, Donald Trump, und Donald Trump hat sich aus diesem Vertrag zurückgezogen. Und das sehen die Iraner gar nicht gerne. Geht doch mal in Google rein und googelt doch mal Iran-USA. Krieg oder gibt irgendein anderes Wort dazu ein. Krieg oder Konflikt oder irgend sowas. Und ihr werdet sehen, dass dieser Konflikt kurz davor ist zu eskalieren. Die Iraner haben das auch ganz klar gesagt, ich glaube gestern oder vorgestern war das, dass sie ihren Atomprogramm wieder aufnehmen werden und so viel Atommaterial produzieren werden, wie sie lustig sind. Wie sie Lust haben. Und das sind die Könige von Medien, okay? Ich meine, das ist ja auch alles gesagt, ne? Amerika wird fallen und sie wird fallen durch Krieg. Weil guck doch mal, diese Marines, die ich gesehen habe in den Amphitheater. Die Marines normalerweise machen bei Beerdigungen mit, wenn ein anderer Marine in Krieg gefallen ist, okay? Also Um von den Marines zu Grabe getragen werden zu können, muss man selber ein Marine sein, der im Krieg gefallen ist. Und diese Marines, die ich gesehen habe im Traum, die haben jemanden zu Grabe getragen. Jemand, der sehr wahrscheinlich im Krieg umgekommen ist. Weil, wie ich gerade gesagt habe, Marines tragen zu Grabe nur andere Marines, die im Krieg umgekommen sind. Okay, deswegen denke ich, dass Amerika, der Tod von Amerika wird Krieg sein. Zugelassen vom Herrn, weil sie viel zu viele Ungerechtigkeiten in diese Welt gebracht haben und viel zu viele Ungerechtigkeiten auch praktizieren. So sehr, dass der Rest der Welt sich damit angesteckt hat. War schon immer so. Von daher, also ich denke, das, was der Herr vor zwei Nächten gezeigt hat, das war eindeutig das Begräbnis von Amerika. Und dieses Begräbnis wird durch Krieg stattfinden. Das wird ihre Tod sein und ihren Hände. Steht auch hier in Vers 14 von Jeremia Kapitel 51, Vers 14, steht doch hier, der Herr der Herrscharen hat bei sich selbst geschworen, ich will dich mit Menschen füllen wie mit Heuschrecken, die sollen ein Triumphgeschrei über dich anstimmen. Das heißt so viel wie, dass die Feinde von Amerika rüberkommen werden, so viele wie Heuschrecken. Und dann werden sie sie vernichten und dann werden sie halt ihren Triumphgeschrei haben, weil sie endlich Amerika vernichtet haben. Nicht, weil ich das will, okay, aber die Könige von Medien, also die Iraner, die iranische Ayatollah, natürlich werden sie sich freuen, wenn sie die Möglichkeit haben, in Amerika einzumarschieren und Amerika niederzumachen. Denn das ist das, was sie die ganze Zeit wollen. Wie gesagt, in ihren Militärparaden werden Waffen gezeigt und dabei wird Tod zu Amerika und Tod zu Israel geschrien. Steht genauso hier in der Bibel und es ist genau das auch, was ich gesehen habe.
Die Zeit von Amerika ist abgelaufen. Das war ihr Begräbnis. So, und das war es auch alles, was ich mitzuteilen hatte. Betet für die Verlorenen, für die Leute, die immer noch nicht Gott kennen, weil wir sind wirklich, die Zeit ist knapp. Die Zeit ist sehr knapp. Am 12. Juni gibt es einen Treffen von Nordkorea und Amerika. Und dieses Treffen findet in Singapur statt. Okay? Und ein paar Tage später ist das Ende vom Ramadan für die Moslems. Und dann möchte Trump den Friedensvertrag veröffentlichen. Also es kommt eine ganze Menge jetzt auf die Welt zu. Ich denke, das ist der letzte Kapitel vom Film. Und ja, das war's eigentlich, ne? Wenn ihr Jesus noch nicht kennt, rennt zu ihm, bittet ihn in euren Leben zu kommen, bittet ihn, euren Herren und Retter zu werden. Denn das ist das Einzige, was jetzt als Rettung noch da ist. Es gibt keine andere Rettung. Es war schon immer so, aber in dieser Zeit ist es noch schlimmer. Es gibt keine andere Rettung außerhalb von Jesus Christus. Also wenn ihr ihn noch nicht kennt, rennt zu ihm. Rennt zu ihm, die Zeit ist knapp. Morgen ist nicht versprochen worden. Wir leben alle auf geliehene Zeit. Und wir wissen nicht, wann es ablaufen wird. Aber wir wissen, die Leute, die Jesus lieben und schauen schon seit Jahren, wissen, dass wir genau in der Zeit sind, bevor Jesus wiederkommt. Und was meint ihr, was ist auf der Welt los, wenn so ein großes Land wie Amerika den Bach untergeht? Hm? Wir haben uns halt, die ganze Welt hat sich mit dir verstrickt. Wir handeln mit Amerika, alles kommt aus Amerika. Es gibt auch in Europa kein Land, was noch amerikanisierter ist als Deutschland. Versteht ihr, was ich meine? Es wird Konsequenzen haben für die ganze Welt, wenn Amerika fällt. Das ist dann nicht nur ihre Vernichtung, sie nimmt dann auch alle anderen mit. Weil alle anderen zu sehr mit ihr verstrickt sind. So, ich beende jetzt das Video. Ich danke euch alle, dass ihr mir zugehört habt. Bleibt stark im Glaube. Wendet euch nicht von Gott ab, denn er ist der Einzige, der uns jetzt alle helfen kann. Und bleibt stark, bleibt stark. Wir haben es fast geschafft. Das ist fast hinter uns. Gott segne euch allen und bleibt in Frieden. Amen. Jesus is coming. The signs all around us multiply. Christ will come from heaven on high. Weary Christian, don't despair. You will meet him in the air. Better be ready. Jesus is coming. Better be ready. Maybe at noon or the midnight hour. Jesus is coming in great glory. Everyone then will behold his power. Keep every lamplight burning brightly. Watch for his coming draweth nigh. Better be ready.